Manchmal ist der hundertprozentige Abschluss eines Spiels die einzige Möglichkeit, etwas von dem ganzen Zeug zu sehen, das darin versteckt ist. Je länger wir uns mit einem Videospiel beschäftigen und es in sämtlichen Schwierigkeitsgraden und zu 100% durchspielen, desto besser ist das für die Entwickler. Denn das bedeutet, dass sie ihre Arbeit richtig gemacht haben. Es ist unser Stolz und das Verlangen nach Perfektion, das uns hunderte von Stunden in ein Spiel investieren lässt. Wir haben für euch eine Liste der verrücktesten Dinge zusammengestellt, die du erhältst, wenn du ein Spiel komplett beendet hast. Viel Spaß! In Final Fantasy X-2 bekommst du das Titus lebt Easter Egg, wenn du das Spiel zu 100% durchgespielt hast. Es ist ein geheimes Ende, aber es sticht heraus, weil es für Fans der Reihe ziemlich wichtig ist. Es ist auch wahnsinnig schwer zu bekommen. Im Ernst, selbst der Versuch, eine klare Antwort darauf zu bekommen, was genau man tun muss, um dieses Spiel zu 100% zu Ende zu bringen, ist schwer. Einige der Anforderungen sind einfach absurd. Wenn ihr zum Beispiel eine falsche Option wählt, bei einer Wahl, die im Game eh keine Rolle spielt, erhaltet ihr keine 100%. Wenn ihr eine der vielen zeitempfindlichen Aufgaben verpasst, seid ihr draußen. Ihr überspringt eine Cutscene, ihr bekommt keine 100%. Auf Reddit findest du einen Typen, der bereits dreimal versucht hat, auf 100% zu kommen. Und der ist jedes Mal gescheitert. Und das, obwohl er sich genau an die Online-Anleitung gehalten hat, die genau erklärt, was man tun soll. Schaffst du diese Tortur am Ende doch, siehst du Titus und Yuna in Sanakan, was impliziert, dass Titus nach den Ereignissen des ersten Spiels irgendwie wieder lebendig ist. Für Fans der Reihe ist diese Szene sicherlich ein Herzenswunsch. Aber bis hierhin zu kommen, ist eine absolute Tortur. Was steht da? Ich habe das Spiel zu 100% durch und alles, was ich bekam, war dieses lausige T-Shirt. Dieses T-Shirt ist wahrscheinlich die lahmste Belohnung, die du fürs komplette Durchspielen eines Spiels bekommen kannst. Im Grunde genommen lacht dich Rockstar damit aus. Zum Glück ist das nicht alles, was du in Vice City bekommst. Deine maximale Gesundheit und deine Rüstung steigen auf 200. Du hast unendlich Munition, bekommst Bodyguards, die du auf deinem Anwesen rekrutieren kannst, und Autos halten doppelt so viel Schaden aus. Nicht, dass ihr wirklich etwas von diesem Zeug braucht, jetzt, wo ihr das Spiel zu 100% durch habt. Aber es ist besser als nichts. Damit lässt sich eine schöne Menge Chaos anrichten. Und ihr habt das T-Shirt als Beweis, dass ihr das Spiel vollständig beendet habt. Deine NPCs werden angemessen beeindruckt sein. Wir haben nicht behauptet, dass alle Belohnungen super sind. Diese Belohnung hier ist tatsächlich sogar die schlimmste, die du für den hundertprozentigen Abschluss eines Spiels bekommen kannst. Du bekommst ein Gruppenfoto, das sagt "Have a relaxing vacation". Mario Sunshine ist eines der härtesten Mario-Spiele überhaupt. Und du bekommst also im Grunde genommen nichts für 100%. Das fühlt sich an wie ein Schlag ins Gesicht. Spiele wie Mario Galaxy 2 schaltet die Master Galaxy frei, wenn du 100% erreicht hast. Super Mario 3D World schaltet die Weltkrone frei. Aber das hier? Alles ist besser als ein Foto, auf dem steht, dass man einen erholsamen Urlaub verbringen soll. Oh, gute Arbeit, ihr habt alles erledigt. Jetzt könnt ihr euch entspannen. Halt die Fresse. Ich meine, es ist jetzt nicht das Schlimmste, was passieren kann, aber es ist fast schon beeindruckend, dass sie sich nicht die Mühe gemacht haben, uns irgendwas zu geben. Einen Tag Arbeit länger und sie hätten uns ein portiertes Mario 64 Level geben können oder sowas in der Art. Alles wäre besser gewesen als das hier. Also gut, wenn du alle Rennen in Diddy Kong Racing erfolgreich beendet hast, denkst du, dass du dich nun endlich auf der Zielgeraden befindest. Nein, es gibt noch eine ganz andere Welt in diesem Spiel. Und der einzige Weg, die zu erreichen, ist, alle Goldtrophäen und Amulette zu erhalten. Leute, es ist ein Spiel von Rare. Wir wissen schon, wie abartig fies die ticken. Was brauchst du also, um in diesen letzten Bereich zu gelangen? Zuerst alle Goldtrophäen, die du als Belohnung für das Absolvieren der Welttrophäenrennen bekommst. Doch das ist erst möglich, wenn du die Bosse dieser Welten geschlagen hast und alle Silbermünzen-Herausforderungen beendet hast. Außerdem musst du immer als Erster ins Ziel kommen. Das ist eine Menge und es wird noch schwieriger. Du musst alle Amulette sammeln, die du bekommst, wenn du einen Boss in einem Rennen besiegst, die Silbermünzen-Herausforderungen in seiner Welt meistern und dann ein weiteres Rennen mit ihm fahren, nur dass er diesmal doppelt so schnell ist. Wenn du ihn wieder schlägst, bekommst du eines der vier Amulette, die du benötigst, um in den Endbereich zu gelangen. Und es gibt noch mehr. Die Tür zum eigentlichen Endgegner wird durch eine weitere Tür blockiert.
die nur geöffnet werden kann, wenn du alle Goldballons der Challenge-Etappen im gesamten Spiel gesammelt hast. Oh, und um diese Etappen freizuschalten, musst du einen geheimen Schlüssel finden, der irgendwo in der Welt versteckt ist. Also viel Glück beim Beenden dieses Spiels. Stop! Or I will keep running after you! You won't be this. Manchmal dauert es ewig, die 100% zu erreichen. In Lego City Undercover sind es 1000 kleine Dinge, die du übersehen kannst, um das Spiel vollständig beenden zu können. Die Checkliste ist lang. Du brauchst alle goldenen Steine, Verkleidungen, alle Sterne, musst alle Fahrzeuge freischalten, alle Charaktermünzen, Plattformen etc. und musst an alles denken, was sonst so am Wegesrand aufgebaut werden muss. Alle Rennen müssen gefahren und jeder Parcours gemeistert werden. Wenn du alle roten Steine hast, fehlt dir schon mal ein letzter goldener Stein. Dafür gibt es zum Glück den goldenen Steine-Detektor. Wenn deine Entdeckungsrate endlich bei 100% liegt, wirst du mit Riesenfiguren belohnt. Und Chase kann als gigantisch große Figur durch die Level poltern. Nachdem man die Singleplayer-Kampagne von Red Factions Armageddon erfolgreich gemeistert hat, erwartet den Spieler eine der bizarrsten Belohnungen überhaupt. Und zwar Mr. Toots, das Regenbogen-Laser-Einhorn. Gegen Mr. Toots aus Red Faction Armageddon wirkt selbst die Schrumpfkanone von Duke Nukem wie eine gewöhnliche Wumme. Denn Mr. Toots ist ein furzendes Einhorn, das Regenbogen-Laserstrahlen abfeuert. Damit kann es komplette Häuser zum Einsturz bringen. Endlich mal eine Belohnung, die wir uns gewünscht haben. Allein die Erkenntnis, dass Gott ein Hund ist, macht das alternative Ende von Silent Hill 2 zu etwas ganz Besonderem. Es ist der absolute What-the-fuck-Moment, wenn sich mit dem Hundeschlüssel die Tür zum Observationsraum öffnet. Hier findet James heraus, dass das gesamte Dorf und alles, was in Silent Hill 2 passiert, von einem Hund gesteuert wird. Der Shiba Inu sitzt an einem Kontrollpult mit Kameras, die jede Ecke der tödlichen Kleinstadt zeigen. Um das Ende und den damit verbundenen Erfolg zu bekommen, musst du allerdings eine Reihe von Aufgaben erfüllen. Nachdem du alle 3 Endsequenzen von Silent Hill 2 oder den Abspann mit der Wiedergeburt gesehen hast, findest du den Schlüssel in der Hundehütte beim Jack's Inn. Mit diesem kannst du nun die Tür zum Observationsraum im Hotel öffnen. Böser Hund. Diese Liste zusammenzustellen hat Spaß gemacht, denn du klatscht dir immer wieder an den Kopf, wie witzig, kreativ, aber auch böse Entwickler sein können. Nächste Woche kommt Teil 2 und dieses Video wird mindestens genauso abgedreht. Wir stellen euch ein Spiel vor, das unglaublich schwer zu beenden ist. Und nach einer Höllenqual auf der Suche nach 100% schaltest du als Belohnung den höchsten Schwierigkeitsgrad frei. Das glaubt ihr nicht. Also danke fürs Zusehen, euch ein tolles Wochenende und bis nächsten Freitag.